Guten Tag, der Uwe aus Thailand, heute aus Sakuna Korn vor der Bangkok Bank. Meine Bank, ich habe heute vor, Euros nach Thailand, nein, von Thailand nach Deutschland zum senden. Ich habe nämlich noch Bargeld, Euro, im Safe und ich sollte jetzt mein Konto auffüllen in Deutschland. Und jetzt ist der Weg, wie schaffe ich das jetzt, meine Euros von Thailand nach Deutschland zu senden. Visa zum Beispiel, Transfer Weiß, macht das nicht. Dieser Weg geht nicht. Die machen nur von Europa nach Thailand. Easy, mache ich auch immer. Einwandfrei, kostet auch jetzt nicht viel. Aber zurück von Thailand, zum Beispiel nach Deutschland, macht Transfer Weiß nicht. So, wie geht das jetzt? Du kannst ja machen mit Union, mit Western Union beispielsweise, ist aber sehr teuer. Oder eben dann halt mit einer Bank. Das werde ich heute mal probieren und euch mal sagen, wie aufwendig das ist und was alles wieder da an Papiere vorlegen muss und was das Ganze denn da kostet und wie lange das dann dauert. So, das machen wir heute mit der Bangkok Bank, internationale Bank. Ich glaube, andere Banken machen es auch schon schwieriger, nochmal wieder schwieriger. Muss also schon eine internationale Bank sein. Ich glaube, das ist hier die beste Adresse. Auf geht's. Bisschen aufnehmen, hat er gesagt, da habe ich. Oh, ich komme auch schon sofort ran. 22. Jungs, jetzt waren wir hier echt eine Stunde drin hier, um das da zu machen. Wir kamen sofort dran. Ich musste jetzt nicht warten da. Wir haben gerade da jetzt gesessen. Schon kam unsere Nummer dran da. Eine Stunde haben wir da wirklich da drin jetzt gesessen. So, wie läuft das jetzt ab? Das Geld also dann doch auf mein Konto dann eingezahlt. Natürlich muss man da auch wieder hier vom Euro wieder unterschreiben, irgendwelche Papiere da. Ich habe ein Papier unterschrieben da. Ich weiß gar nicht, was es wieder war. Keine Ahnung. Passwort wieder natürlich kopieren. Unterschreiben ist klar dann das. Da war das Geld schon mal jetzt hier auf dem Konto dann drauf. Also die Euros auf mein Konto drauf. In Bat. Also geht jetzt nicht Euro dann auf Euro senken, das geht dann da nicht. So. Dann jetzt das Geld nach Deutschland schicken. Und da meinte sie dann, das würde am einfachsten und am günstigsten gehen mit meiner App, die ich hier habe. So. Und dann sage ich zu ihr, can you help me? Ja, ist so einfach, meinte sie dann, da ist schon einfach dann. Und dann war sie am Gange dann da, weißt du, mit meinem Handy da und ja, was ist das dann da und dann Adresse eingeben, ist da hier schon mal klar. Und dann kam sie dann aber nicht mehr weiter, dann kam dann der Chef, dann musste der Chef das dann jetzt machen da, weil auch noch wieder was autorisieren muss dann da, du musst sie erstmal wieder freischalten, habe ich so jetzt verstanden. Und dann hat der Chef dann da also wirklich, wie gesagt, das dauerte jetzt eine Stunde, bis wir jetzt dann da fertig waren, bis dann da fertig zu machen, dass wir diese Euros nach Deutschland schicken konnten. Straße, Entschuldigung. Oh, genau. Interessant ist jetzt, ob es noch ankommt, weil meine Volksbank in Deutschland, halt mal das Mikrofon zu, das kommt vielleicht zu viel Wind wieder jetzt gekommen hier. Ne, so. Meine Volksbank in Deutschland hat meine Anschrift auf Thai. Hat sie ja schon. So. Deswegen kommen auch die Briefe hier auch immer an. Also die Anschrift haben sie dann da. So. Und dann meinte er, ja, deine alte Anschrift in Deutschland, ja, die ist ja schon ganz lange mehr, nicht mehr gültig jetzt dann da. Da habe ich meine alte Anschrift eingegeben. Natürlich, nicht dann eintippen da, geht nicht durch, wird es dann da. Und er meinte immer, ich müsste in Englisch schreiben. So, jetzt soll ich da Böblingen in Englisch schreiben. Ich habe mir das jetzt erklärt, ja, Böblingen ist dasselbe wie London. London Englisch, London Deutsch, Paris, Deutsch, Englisch, Französisch. Bis ich mal dahinter kam, dass er jetzt meinte, Umlaut. Umlaut geht nicht. Böblingen. Ö. Umlaut geht nicht. Also das. Oh, das da wäre ich nie drauf gekommen. So.
Und ja, da musste das dann da wieder, dann okay, haben wir es ja dann kapiert. Also hier habe ich dann meine alte Anschrift in Deutsch angegeben. So. Alles dann bestätigen, bestätigen. Und wir haben es geschafft. Das Geld ist jetzt raus mit einem Kurs. Heute 36,06. Aber dann schicken geht es auf 35,999. Geht es dann da weg. Und Gebühren insgesamt waren es dann 1050 Baht. 50 Baht. Plus nochmal 200 Baht hier nochmal, ne? Nein. Nein. Wenn du senden von hier 200 Baht. Ja. Aber wenn nach Deutschland, in Deutschland muss ein Visa lehnen oder was ist das denn? Oder zusammen. Ach so, da kommt vielleicht sogar noch in Deutschland auch noch der Gebühr. Ja, ja. Dann, ja. Wie hat gesagt, wie Visa lehnen alles. Dann ja. 1050 Baht. Ja, also 1050 Baht für 1000 Euro. Für 1000 Euro, wenn du jetzt mehr sendest, vielleicht ist es teurer, ich weiß es nicht, ne? Ob das da prozentual geht dann jetzt, keine Ahnung. Aber es waren jetzt 1000 Euro. So, ob es jetzt billiger ist, damit Western Union, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe alles jetzt auf meinem Handy gespeichert da. Wenn ich jetzt nochmal was überweisen müsste auf mein deutsches Konto, dann ist alles jetzt gespeichert, dann geht es einfach jetzt zack, 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 ne? Und dann hast du die App dann da auch drin. Meinte, also nächstes Mal ist es dann wesentlich einfacher. Gut, was war noch? Dann hatten wir das gemacht, bezahlt, Gebühren. Ja, 3 Tage ungefähr, maximal würde es dann dauern und dann ist das Geld dann da. Also, jetzt haben wir doch schon wieder 11 Uhr, du leck mich alle Füße, wie lange das dann da dauert. Ne? Aber es hat funktioniert. Gut, ich muss doch noch mal ein kleines Update hier noch zwischendrin bringen. Er hat gesagt, es dauert 3 Tage, bis das Geld auf mein Konto in Deutschland ist. Stimmt nicht. Das war am selben Tag da. Ich habe am Abend spaßhalber noch mal drauf geguckt, ne, auf mein Handy. Und siehe da, das Geld war abends schon drauf. Wie lange es jetzt wirklich gebraucht hat, wir waren ja... vormittags da, um 11 Uhr waren wir da fertig und ich habe dann abends um 7 Uhr auf mein Handy nochmal drauf geguckt und da war das Geld drauf. Wie lange ist jetzt von der Zeit, kann das schon früher da jetzt gewesen sein, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, es ging wirklich schnell, muss ich sagen. Und das hat diesmal also sehr gut funktioniert. Aber schwerlich vom Straße, Beef. Das war schwierig da mit dem Umlaut da. Ich habe es nicht kapiert, aber sagte ich schon in dem Video, dass du da die Umlaute da änderst da. Da war meine Straße, war dann mit einem SZ geschrieben da. Ne? Da muss ich drauf kommen, ehrlich du. Aber das machen die auch nicht jeden Tag, muss ich sagen, da in der Bangkok Bank da, dass sie da sowas machen, dass sie Euros dann nach Deutschland schicken. Das hat man schon gemerkt. Also es war für die auch Neuland, ne? Muss man da sagen. Also die Gebühren, wie gesagt, das waren 1050 Baht. Ich vermute mal, es geht prozentual dann, ne? Vermute ich mal. Wenn ihr also jetzt mehr Geld dann überweist, könnte das schon wieder richtig dann teuer werden. Aber auf jeden Fall, es hat funktioniert und es kommt also auch schnell an. Also wenn ihr da wirklich da schnell da mal Geld braucht, klappt das mit der Bangkok Bank dann auch. Noch was vergessen? Update? Hm. Ich glaube, uns haben wir alles gesagt, ne? Ja. Uns haben wir alles gesagt, ja, gut. Das war's noch nicht. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Kurzes, knackiges Video. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Wieder mal live dabei und in Farbe das alltägliche Leben. Ja, solche Probleme hat man auch mal, dass man halt Geld von Thailand nach Deutschland schicken muss. Sonst immer umgekehrt, ist einfacher. Aber so ist natürlich auch mal die Misslichkeit, dass man dann das Geld auffüllen muss. So, habt ihr wieder was jetzt gelernt? Danke auf Bank. Ja. Und tschüss, Le, ciao. Und tschüss, Le, ciao.